Das führt uns zu bedeutenden wissenschaftlichen Beweisen der im Koran offenbarten Informationen. Der Erschaffung des Menschen aus Lehm. Die Bausteine, aus denen fast der gesamte menschliche Körper besteht, finden sich in der Erde, entweder frei oder in gebundener Form. Der erste Mensch wurde von Allah erschaffen, indem er Lehm zu einer menschlichen Gestalt formte und dieser eine Seele einhauchte. Dieses wunderbare Ereignis wird im Koran beschrieben. Als dein Herr zu seinen Engeln sprach, seht, ich werde den Menschen aus Lehm erschaffen, und wenn ich ihn geformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fällt vor ihm nieder. In einem anderen Vers sagt Allah uns, und wahrlich, wir erschaffen den Menschen aus reinstem Ton. Das arabische Wort Sulala, das hier mit rein übersetzt ist, meint das wesentliche oder das beste Teil von etwas. Diese vor 1400 Jahren gegebene Information bestätigt, was uns die moderne Wissenschaft sagt. Die Tatsache, dass für den menschlichen Körper dieselben Elemente benutzt wurden, die auch in der Erde vorkommen. Betrachten wir nun alle Menschen, die je gelebt haben und die, die heute leben. Jeder Mensch hat einen individuellen Satz von Fingerabdrücken. Selbst eineiige Zwillinge, bei denen sogar die DNS-Sequenzen gleich sind, haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Denn jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Fingerabdrücke erhalten ihre endgültige Form vor der Geburt und sie bleiben ein Leben lang dieselben, es sei denn, sie werden durch eine Narbe verändert. Darum werden Fingerabdrücke als Identitätsbeweis ihres Eigentümers anerkannt. Wissenschaftler entdeckten diese wichtige Eigenschaft erst im späten 19. Jahrhundert. Doch im Koran verweist Allah auf die Bedeutung der Fingerabdrücke, die zur damaligen Zeit niemandes Aufmerksamkeit erregten. Glaubt der Mensch, dass wir seine Gebeine nicht wieder zusammenfügen können. Ja, fürwahr, wir sind imstande, sogar seine Fingerspitzen wiederherzustellen. Erschaffen hat er die Himmel und die Erde in Wahrheit. Er faltet die Nacht über den Tag und faltet den Tag über die Nacht. Das arabische Wort, das in diesem Vers mit übereinander falten übersetzt ist, ist Yukawir. Ins Deutsche übersetzt bedeutet es ein Ding, das andere überlappen lassen. Oder wie ein Kleidungsstück zusammenfalten. Die Beschreibung in diesem Vers von Tag und Nacht, die sich übereinander legen, enthält akkurate Informationen über die Gestalt der Erde. Denn es kann nur dann stimmen, falls die Erde rund ist. Doch damals
glaubte man, die Erde sei eine Scheibe. Niemand wusste, dass die Erde rund ist. Die zu jener Zeit erfolgte Offenbarung des Koran, dass die Erde rund ist, ist einer der zahllosen Beweise, dass unser heiliges Buch das Wort Allahs ist. Eine sehr wichtige Eigenschaft der Berge wird in einem Koranvers erwähnt. Ihre Funktion, Erschütterungen der Erde vorzubeugen. Und wir setzten festgegründete Berge auf die Erde, damit sie nicht mit ihnen wanke. Und die heutige Geologie bestätigt diese Eigenschaft der Berge. Früher glaubte man, die Berge seien lediglich Vorsprünge, die aus der Erdoberfläche herausragen. Doch im 20. Jahrhundert fanden Wissenschaftler heraus, dass dies nicht der Fall ist. Die Berge reichen tief unter die Erde, bis zum 10- bis 15-fachen ihrer Höhe. Der Mount Everest zum Beispiel, der knapp 9 Kilometer über die Erdoberfläche hinausragt, reicht 125 Kilometer tief hinunter. Berge entstehen als Ergebnis von Bewegungen und Kollisionen massiver Platten, aus denen die Erdkruste besteht. Wenn zwei Platten zusammenstoßen, schiebt sich die stabilere Platte unter die andere, die dadurch deformiert wird und Hügel und Berge bildet. Die Schicht darunter schiebt sich unterirdisch weiter und reicht tief nach unten. So entstehen die Wurzeln der Berge. Dank dieser Wurzeln fixieren die Berge die Erdkruste. Sie verhindern das Gleiten der Schichten und verhindern somit große Erdbeben. Mit diesen Eigenschaften können die Berge verglichen werden mit Nägeln, die Holzbretter zusammenhalten. Allah sagt uns im Koran: Machten wir nicht die Erde zu einem Bett und die Berge zu Pflöcken? Die Tatsache, dass diese Funktion im Koran offenbart wurde, zu einer Zeit, als dies niemandem bekannt war, ist ein weiteres großes Wunder dieses heiligen Buches. Hätten die Berge nicht diesen Fixierungseffekt, könnte sich kein fruchtbarer Boden auf der Erdoberfläche sammeln. Es könnte sich kein Wasser darin sammeln, keine Pflanzen könnten wachsen. Kurz, das Leben auf der Erde wäre unmöglich. Durch Allahs Gnade jedoch kann die Erde Leben tragen. Spermien unternehmen eine Reise in den Körper der Mutter, um das Ei zu erreichen. Nur 1000 von 250 Millionen Spermien schaffen es, das Ei zu erreichen. Am Ende dieses fünfminütigen Rennens lässt das Ei, halb so groß wie ein Salzkorn, nur ein einziges Spermium hinein. Doch dieses Wissen offenbart etwas, das